Namaste und willkommen auf meinem Yoga Channel. Ich bin Martina und heute habe ich eine wunderschöne Yin Yoga Sequenz für dich. Yin Yoga bei Ischias Beschwerden, also bei Beschwerden im unteren Rücken, die sich dann womöglich auch auf die Beinrückseiten hin ausweiten. Das kann so eine Ursache haben im Piriformis Syndrom, das heißt der Muskel an den Außenseiten vom Po, dass der so ein bisschen verspannt ist, passiert durch das viele Sitzen. Und deshalb werden wir hier in dieser Sequenz auch ja, ein paar Übungen, ein paar Haltungen drin haben, die halt auch hier die Beinaußenseiten dehnen. Und es sind auch Haltungen dabei, die wirklich dir helfen, den unteren Rücken zu entspannen und die Beinrückseiten auch zu dehnen, die hier so ein bisschen schmerzlindernd wirken sollen. Und es ist eine Sequenz, die du auch als Anfänger praktizieren kannst und die recht entspannt ist, weil eigentlich fast alles in Rückenlage ausgeführt wird. Und wir brauchen heute als Hilfsmittel nicht unbedingt einen Bolster. Wenn du einen bereitliegen hast, kannst du den gegebenenfalls nutzen, brauchst du nicht unbedingt diesmal gefaltete Decke, wie immer, ist immer ganz hilfreich, spätestens bei Shavasana. Und ja, dir vielleicht einen Yoga-Block zurechtzulegen oder ein dickes Kissen. Und vielleicht brauchst du auch einen Yoga-Gurt oder ich habe jetzt hier so ein Theraband, beziehungsweise es tut auch ein Schal oder ein Gürtel von einem Bademantel. Ja, und dann wünsche ich dir viel Freude, viel Spaß mit dieser Sequenz und wir starten diese Sequenz in der Bauchlage mit der Position der Sphinx. Beginne in der Position der Sphinx oder alternativ auch im Seehund. Lege dich auf deinem Bauch ab und komm auf deine Unterarme für die Sphinx. Vielleicht ist es für dich angenehmer, hier deine Ellbogen unter deinen Schultern zu haben. Vielleicht magst du aber, um etwas Intensität aus der Position herauszunehmen, die Arme etwas weiter nach vorne nehmen oder vielleicht auch die Ellbogen greifen. Für mehr Intensität könntest du in den Seehund kommen, das heißt, deine Arme ausstrecken. Und vielleicht magst du hier die Finger so ein wenig nach außen drehen und deine Daumen nach vorne zeigen lassen. Na, schau, dass es hier sich für deinen unteren Rücken gut anfühlt. Du wirst hier eine kleine Kompression spüren im unteren Rücken. Aber sei hier achtsam in dieser Position. Du solltest niemals Schmerzen in der Position empfinden. Du kannst auch jederzeit die Position wechseln oder pausieren, wenn du merkst, dass es zu intensiv für dich wird. Und dann verbinde dich hier ganz bewusst mit deinem Atem. Atme tief in den Bereich deines unteren Rückens hinein und vielleicht sagst du dir innerlich, dem Einatmen nehme ich Spannung wahr im unteren Rücken und mit dem Ausatmen lasse ich alle Spannung los. Einatmend nehme ich Spannung wahr, ausatmend lasse ich alle Spannung los.
noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf und komm für einen Moment in die Bauchlage, um nachzuspüren. Dann komm langsam wieder zurück nach oben auf deine Matte. Und wir gehen jetzt in die Position der Regenbogenbrücke oder auch der unterstützten Schulterbrücke. Lege dir dazu ein Kissen, ein Bolster oder auch einen Block zurecht. Und dann lege dich auf deinem Rücken ab und bringe dein Kissen, deinen Bolster oder auch deinen Block unter dein Gesäß, unter dein Kreuzbein. Du kannst deine Füße hier aufgestellt lassen, dann ist es etwas weniger intensiv. Wenn du die Beine ausstreckst oder je höher deine Unterlage unter deinem Po ist, desto intensiver wird die Position. Achte darauf, dass dein unterer Rücken möglichst frei bleibt, sodass dein Block oder dein Kissen möglichst nur unter deinen Hüften, unter deinem Po zu liegen kommt. Und schau, welche Intensität für dich die richtige ist. Du kannst auch, wenn du möchtest und die Dehnung noch etwas weiter intensivieren möchtest, die Arme über deinen Kopf nehmen. Oder du lässt sie einfach neben deinen Körper abgelegt. Und dann lass dich hier ganz entspannt in diese Unterlage sinken. Bleib hier bei deinem Atem. Und spür hier nochmal ganz bewusst in den Bereich deines unteren Rückens hinein. Und sage doch hier innerlich, mit dem Einatmen nehme ich Spannung wahr. Mit dem Ausatmen lasse ich alle Spannung los. Einatmend nehme ich Verspannung wahr. Ausatmend lasse ich vollkommen los. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe,
bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Und komme langsam aus der Position heraus. Nimm deine Unterlage unter deinem Po heraus. Und komm für einen Moment in die Rückenlage zum Nachspüren. Wenn es hier für deinen unteren Rücken angenehmer ist, könntest du auch die Füße aufgestellt lassen und die Knie aneinander fallen lassen. Für so eine ganz entspannte Variante der Rückenlage. Komm nun in die Position des halben Happy Baby. Du kannst dir hier, wenn du sehr verspannte Hüften oder verspannte Oberschenkel hast, gerne auch einen Gurt oder einen Gürtel, einen Schal zurechtlegen. Du befindest dich hier in der Rückenlage, lass deine Füße nochmal aufgestellt. Und winkel aus dieser Haltung heraus erstmal dein rechtes Bein an und greife mit deiner rechten Hand deinen rechten Fuß. Das kann entweder von innen oder von außen sein, ganz so, wie es für dich sich am angenehmsten anfühlt. Und bringe dein Knie sanft in Richtung deiner Brust, deiner Achselhöhle. Alternativ kannst du hier auch die Rückseite deiner Waden oder deiner Oberschenkel fassen, wenn du den Fuß nicht greifen kannst. Oder du nimmst dir einen Gurt, legst ihn über deinen Fuß und ja, greifst den Gurt. Dann ist es etwas entspannter in dieser Position. Du kannst den linken Fuß aufgestellt lassen oder alternativ das linke Bein auch ausstrecken, aber achte hier darauf, dass deine Hüfte auf der Matte bleibt. Sollte sie abheben, dann lass lieber deinen Fuß aufgestellt. Atme ganz bewusst tief ein und aus. Spüre nochmal in den Bereich deines unteren Rückens hinein. Nimm noch einmal bewusst wahr, wo du vielleicht noch eine Spannung spüren kannst. Und lass sie mit dem Ausatmen nochmal los. So zwei, drei tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann komm langsam nochmal zurück zur Mitte und stell nochmal beide Beine auf.
Spür nochmal für einen Moment in den Bereich deines unteren Rückens. Und dann wechsle langsam die Seite. Winkle nun dein linkes Bein an, greif deinen linken Fuß mit deiner Hand oder alternativ auch deine Wade oder deinen Oberschenkel oder nimm dir gerne wieder deinen Gurt zurecht, so wie es für dich sich jetzt angenehmer anfühlt. Und schau auch mal, wie du in dieser Position, jetzt auf dieser Seite, deinen rechten Fuß positionieren möchtest, dein rechtes Bein. Entweder aufgestellt lassen, dann ist es etwas einfacher, oder das Bein auch ausstrecken. Aber achte hier wirklich darauf, dass deine Hüfte hier noch auf der Matte bleibt, dass du weiterhin entspannt hier liegen kannst. Wir wollen ja von der Zeit lang halten der Position, um wirklich vollkommen loslassend entspannen zu können. Und verbinde dich auch hier nochmal ganz bewusst mit deinem Atem. Und mit jedem Atemzug noch ein wenig mehr in diese wundervolle Dehnung, diese wundervolle Position einzutauchen. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse hier langsam nochmal auf. Stell nochmal deine Füße auf. Und platziere deine Füße hier einmal mattenbreit auseinander und lasse dann hier deine Beine abwechselnd nach rechts und nach links fallen, wie so ein Scheibenwischer im Auto. Und ein paar Mal hintereinander hier die Beine nach rechts und nach links pendeln lassen, so dass es für dich hier wirklich eine angenehme Ausgleichsposition ist. Wiederhole das einige Male. Nimm gern für einen Moment immer deine Knie zur Brust heran oder komm für einen Moment in die Rückenlage, um hier nochmal nachzuspüren. Dann komm hier langsam nochmal zur Mitte zurück.
stell nochmal deine Beine in einem angenehmen Hüftfaltenabstand auf. Und wir kommen nun in die Position des Nadelöhrs. Winkle nochmal dein rechtes Bein an und lege deinen rechten Fuß oberhalb von deinem linken Knie ab. Greife dann unter deinen Beinen hindurch und greife hier deinen linken Oberschenkel. Du könntest auch für mehr Intensität dein linkes Schienbein fassen, aber denk dran, wir wollen hier beim Yin-Yoga nur so zu etwa 60% in die Intensität gehen. Wenn es für deinen Nacken angenehmer ist, kannst du dir auch gerne eine gefaltete Decke oder ein kleines Kissen unter deinen Kopf legen. Schau, dass dein Nacken hier wirklich ganz angenehm und entspannt liegen kann. Atme nochmal tief und bewusst ein und aus. Schau mal, wo du hier Spannung wahrnimmst, wo hier eine Dehnung ankommt in dieser Position, die vor allem deine Beinaußenseiten auch anspricht, den Gallenblasenmeridian. Schau mal, wo hier die Dehnung ankommt bei dir. Lass dich ganz entspannt in diese Position sinken, um hier wirklich ganz entspannt loszulassen. Und dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Stell beide Beine nochmal auf. Und spür hier nochmal für einen ganz kleinen Moment nochmal nach. Und dann langsam die Seite zu wechseln und nun das linke Bein angewinkelt über dem rechten Bein abzulegen, also den linken Fußknöchel
oberhalb vom rechten Knie. Und dann greif auch hier nochmal zwischen deinen Beinen hindurch. Greif entweder deinen rechten Oberschenkel oder auch dein Schienbein und zieh deine Beine nochmal zu dir heran, ganz sanft, entspannt. Dann mit jedem Atemzug noch ein wenig mehr loszulassen und zu entspannen und diese angenehme Dehnung einzutauchen, loszulassen. Dann nimm mir noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse auch diese Position langsam nochmal auf. Stell deine Beine nochmal auf. Und schau mal, was du jetzt im Moment für eine Gegenposition einnehmen möchtest. Ob du noch einmal in den Scheibenwischer gehen möchtest. Oder deine Knie zur Brust herannehmen. Oder vielleicht auch vom Moment nochmal in die Rückenlage zu kommen. Und dann komm auch hier nochmal zur Mitte zurück. Wir kommen nun in die Position des Schnürsenkels im Liegen. Du kannst dir hier gerne wieder einen Gurt zurechtlegen, wenn du möchtest. Lass deine Füße nochmal aufgestellt und lege nun dein rechtes Bein über dem linken Oberschenkel ab, also dass du wie im sitzenden Schnürsenkel die Beine übereinander kreuzt. Aber schau, dass deine Knie möglichst nah beieinander sind, soweit es für dich eben passt, soweit es für dich hier möglich ist. Und dann greife hier entweder deine Fußgelenke oder deine Schienbeine
und bringe deine Beine näher zu deinem Körper heran. Alternativ kannst du dir hier auch den Gurt um die Schienbeine legen, wenn das für dich hier entspannter und angenehmer ist. Und dann lasse hier deinen Kopf auch entspannt abgelegt, vielleicht nochmal auf eine gefalteten Decke oder einem kleinen Kissen. Deine Schultern sind ganz entspannt, dein Nacken ist entspannt. Und dann atme mal tief und bewusst in dieser Position ein und aus. Lass dich tief und bewusst in diese Position hineinsinken. Lasse nochmal alle Spannungen los. Und dann nimm auch hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse langsam die Position nochmal auf, komm langsam nochmal zur Mitte zurück. Stell deine Füße nochmal auf im Moment, dein Becken auf der Matte. Hier für so einen ganz kleinen, kurzen Moment nochmal nachzuspüren. Langsam die Position zur anderen Seite. Lege nun dein linkes Bein über dem rechten ab, sodass du deine Knie noch mal so ungefähr übereinander stehen. Und dann greife auch hier entweder deine Knöchel, deine Schienbeine oder vielleicht nimmst du dir auch hier wieder einen Gurt zur Hilfe. Und zieh deine Beine, deine Knie sanft zu deinem Körper heran. Lass deinen Nacken hier sanft abgelegt und lass dich hier ganz entspannt
in diese angenehme Position sinken. Nochmal deinen unteren Rücken hier komplett zu entspannen. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Stell deine Füße auf, wieder etwas mattenweit auseinander. Und lasse hier abwechselnd wieder deine Knie nach rechts und nach links fallen. In dieser Variation des Scheibenwischers nochmal so ein wenig hin und her pendeln lassen. Schau mal, wie sich das in deinem unteren Rücken und in deinen Hüften hier anfühlt. Dann langsam nochmal, ganz behutsam nochmal zur Mitte zurückzukommen. Dann kommen wir jetzt in die letzte Position für heute, in die Drehung. Stell nochmal deine Füße auf und heb hier dein Becken ein wenig an. Versetze nun dein Po, dein Becken ein wenig zu einer rechten Mattenseite
und lasse deine Knie sanft nach links fallen. Du kannst hier entweder deine Knie einfach übereinander abgelegt lassen oder auch deine Beine kreuzen. Schau mal, was sich jetzt für dich angenehmer anfühlt. Die Arme sind entspannt neben deinem Körper abgelegt, die Schultern dürfen sanft sinken. Lass dir noch deinen Kopf entspannt in die andere Richtung schauen, entgegengesetzt zu deinen Knien. Und dann hier wirklich nochmal ganz bewusst in deinen unteren Rücken hineinzuspüren. Deine freie rechte Körperseite einzuatmen. Und nochmal alle Spannung, die hier sitzt, mit dem Ausatmen loszulassen. Und in diese Position hinein zu entspannen. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Deine Füße aufgestellt, dein Becken nochmal mittig gerade aufgesetzt. Um dann langsam in die Position zur anderen Seite zu kommen. Heb dein Becken wieder ein wenig an, versetze es ein wenig zu deiner linken Mattenseite. Und lasse deine Knie sanft nach rechts fallen. Wenn du magst, kannst du auch hier die Knie kreuzen oder einfach die Beine übereinander abgelegt lassen. Lass den Blick zu der anderen Seite gehen, jetzt entgegengesetzt nochmal zu deinen Knien. Deine Schultern dürfen nochmal ganz entspannt abgelegt sein auf deiner Matte, auf deiner Unterlage. Atme nochmal ganz tief und bewusst
in den Bereich deines unteren Rückens hinein und lass hier nochmal alle Spannung, die hier vielleicht noch sitzt, ganz bewusst los, ein letztes Mal alle Spannung loszulassen und dann wirklich ganz entspannt diese wundervolle, entspannte Drehung hineinzutauchen, hinein loszulassen. Vom Moment diese angenehme Entspannung zu genießen. Nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam wieder auf. Komm nochmal zur Mitte zurück, stell deine Beine nochmal auf. Vielleicht magst du auch für einen Moment deine Knie zur Brust heranziehen, dich klein machen zu einem Päckchen. Schau mal, was sich für dich hier gut anfühlt, gut und entspannt anfühlt. Vielleicht magst du auch ein wenig noch hin und her schaukeln, noch deinen unteren Rücken noch so ein bisschen massieren. Und dann kannst du dich hier langsam bereit machen für deine letzte Entspannung, für die Endentspannung. Du kannst dir hier gerne dein Bolster unter deine Knie legen oder auch eine gefaltete Decke, gerollte Decke. Schau mal, was du hier brauchst in dieser Position, dieser Endentspannung. Leg hier noch eine Decke zur Hand, wo du dich zudecken kannst. Und dann nimm dir hier ganz bewusst Zeit, so viel wie du brauchst, für deine Endentspannung. Du kannst ja 3 Minuten bleiben oder 5 Minuten oder vielleicht sogar 10 Minuten, ganz wie du möchtest. Und lass dir Zeit, um dieser letzte, das Allerwichtigste aller Positionen zu genießen. Deine Endentspannung. Und bleibe hier, solange du möchtest. Und
genieße diese Entspannung in Shavasana.